Essen ist für die meisten ein beliebter Zeitvertreib. Praktisch, denn wir müssen ja eh essen, um zu überleben. Wir haben uns nun aber die Frage gestellt, was eigentlich mit unserem Körper passieren würde, wenn wir komplett auf Essen verzichten würden. Los geht's! Nummer 5. In den ersten 6 Stunden bleibt alles ganz normal. Dein Körper beginnt, Glykogen abzubauen. Dieser Stoff speichert Energie in deinem Körper. Glykogen wird zersetzt zu Glukose, welches die Zellen deines Körpers als Kraftstoff nutzen. Ungefähr 25% der Energie, die dabei freigesetzt wird, bekommt allein das Gehirn. Der Rest geht in die Muskeln und in unsere roten Blutkörperchen. Aber nach ungefähr 6 Stunden fängt dieser Prozess langsam an zu stoppen, weil kein Glykogen mehr vorhanden ist und wir werden hungrig. Nummer 4. Ab diesem Punkt, also 6 bis 72 Stunden nachdem man aufgehört hat mit dem Essen, versetzt sich unser Körper in einen Zustand namens Ketose. Da sich im Körper kaum noch Glukose befindet, aus denen der Körper Energie ziehen könnte, fängt er an, Fett zu verbrennen. Das Fett nimmt das Gehirn in Form von sogenannten Ketonkörpern ein. Allerdings kann nur ungefähr 75% des Energiebedarfs des Gehirns von Ketonkörpern abgedeckt werden. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns nimmt ab jetzt langsam nach. Nummer 3. Nach 72 Stunden ohne Essen lässt nicht nur die eigene Konzentrationsfähigkeit und deine Energie immer stärker nach. Dein Gehirn fängt an, die eigenen Proteine im Körper zu zersetzen. Denn Proteine können in Aminosäuren zersetzt werden, welche wiederum in Glukose umgewandelt werden können. Für dein Gehirn sind das gute Nachrichten, weniger aber für deinen Körper. Im Prinzip isst sich dein Körper ab jetzt selber auf, indem er die eigenen Muskeln zersetzt. Weiter geht's mit der Nummer 2. Nach ein paar Wochen ist das körpereigene Immunsystem aufgrund der fehlenden Mineralien und Vitamine so geschwächt, dass man sich extrem schnell Krankheiten und Infektionen einfängt, von denen die meisten Menschen an dieser Stelle sterben würden. Falls das nicht eintritt, macht der Körper damit weiter, alle restlichen Energien aus sich rauszuholen, bis kein Fett, keine Glukose und keine Muskeln mehr übrig sind. Und die Nummer 1. Der menschliche Körper kommt bis zu 70 Tage ohne Essen aus, je nachdem, wie viel Fett der Körper mit sich trägt und wie viel man während dieser Zeit trinkt. Die meisten sterben schlussendlich aber an einem Organversagen, wie zum Beispiel an einem Herzinfarkt, da sich das Gewebe am Herz ebenfalls langsam zersetzt. Hier könnt ihr euch jetzt noch anschauen, was mit eurem Körper passieren würde, wenn ihr euch überfresst. Ist auf jeden Fall auch ein interessantes Video. Außerdem würden wir uns wie immer über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Das war's mal wieder für heute. Haltet die Ohren steif, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.